Ja, Herr Dr. Paul Grüger wurde 1950 in Güstrow geboren. Er hat zunächst eine Ausbildung als Dreher Neubrandenburg absolviert, anschließend ein Maschinenbaustudium und war dann seit 1973 als Ingenieur tätig, ab 1980 als Gruppenleiter für Organisation und Softwareentwicklung in einem Maschinenbaubetrieb in Neubrandenburg und 1986 erfolgte dann eine Promotion. Seit 1989 ist er Mitglied in der CDU. Er war von März bis Oktober 1990 für den Wahlkreis 11, das ist Neubrandenburg, Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer und auch anschließend nach dem 3. Oktober 1990 bis einschließlich 14. August 2001 Mitglied des Deutschen Bundestages und im Bundestag von März bis Mai 1993 Vorsitzender der Arbeitsgruppe Treuhandanstalt. Herr Grüger hat dann anschließend noch, ist er in die Bundesregierung berufen worden, 1993/94 als Bundesforschungsminister und war Anfang der 2000er Jahre noch Oberbürgermeister Neubrandenburg. Herr Günther Noke ist 1959 in Forst-Lausitz geboren, dort zur Welt gekommen. Er hat eine Ausbildung zum Baufacharbeiter absolviert, da anschließend Physik an der Universität Leipzig studiert, das er mit einem Diplomphysiker, mit einem Abschluss als Diplomphysiker beendete und er war anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter und zuletzt Fachgebietsleiter bei der Arbeitshygieneinspektion des Bezirks Cottbus. Seit 1987 Mitglied in kirchlichen Oppositionsgruppen in der DDR und gehörte im Herbst 1989 zu den Mitbegründern und zum Vorstand der Gruppe Demokratischer Aufbruch. Er gehörte auch zum zentralen runden Tisch und schloss sich dann der Bürgerbewegung Demokratie jetzt an, für die er für die Volkskammerwahl 1990 kandidierte. Abgeordneter war er von März bis Oktober 1990 in der frei gewählten Volkskammer und hier auch Mitglied des Wirtschaftsausschusses und gehörte von Juli bis Oktober auch dem Verwaltungsrat der Treuhandanstalt an. 1998 bis 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages und anschließend 2005, Sie waren also auch Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung und aktuell seit März 2010 Afrika-Beauftragter der Bundeskanzlerin. So viel zu meiner kurzen, hoffentlich kurzen Einführung. Und ich würde sagen, Herr Noke, Sie fangen an. Herzlichen Dank für die ausführliche Vorstellung. Es geht ja heute um die Zeit von 30 Jahren. Und ich habe ein gewisses Interesse daran, noch mal ein paar Punkte, die Sie ja angesprochen haben, aus der Sicht derjenigen, die diese, manche würden sagen verheerende, manche würden sagen doch intellektuell ganz interessante Idee der Treuhand in die Welt gesetzt haben. Ich war derjenige, der das sozusagen in die Volkskammer eingebracht hat und in den Wirtschaftsausschuss. Und ich muss einfach sagen, dass das da vielleicht ein paar Mythen auch mit verbunden oder damit ein paar Mythen abgeräumt werden können. Und zwar das erste ist nämlich, dass wir gar keine Idee hatten, was wir da machen wollten. Das war sozusagen das, was uns wichtig war. Wir wollten mit der Idee dieser Treuhand, muss man hier mein Ding vernünftig machen, damit ich das auch sehe. Wir wollten mit der Idee eigentlich auf etwas reagieren, was klar war, nämlich, dass es die Vereinigung gibt. Das wird ja manchmal der DDR-Bürgerrechtsbewegung unterstellt, dass wir das nicht hätten richtig überblickt, dass es zur Einheit kommt. Also wir haben sozusagen mit der Treuhandanstalt Vorsorge treffen wollen, weil wir sicher waren, dass es zur Einheit kommt. So wie Sie es richtig gesagt haben. Und da ging es eben darum, kann man mit dem Volkseigentum was machen? Auf jeden Fall ist klar, das gibt es im Westen nicht im bürgerlichen Gesetzbuch. Und wenn man im Grunde nicht nur die Schulden für das, was im Westen an Werten geschaffen würde, und die waren vielleicht bei 13.000 D-Mark pro Kopf der Bundesbürger, wenn man dagegen die Außenverschuldung der DDR nimmt mit 6 D-Mark, da könnte man ja sagen, da die Infrastruktur im Osten nicht so gut ist, ist vielleicht die Differenz sowas wie das Volksvermögen, wenn es sowas gäbe. Ob das dann gerechtfertigt war oder nicht, sei ja dahingestellt. Aber das war der Anfangsgedanke, dass man einfach sagt, wir transferieren diesen Eigentumstüte, den es nur ideologisch in der DDR gab, in etwas, was es im Westen gibt. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Darüber würde ich gerne was sagen. Also ich will nicht jetzt darüber diskutieren, dass die DDR-Wirtschaft bankrott war, dass man das alle schon wusste, dass transformiert werden muss, dass es in die Struktur der sozialen Marktwirtschaft hineinging, dass es da enden muss. Die Frage war nur, wie und in welcher Form und zu welchen Lasten und natürlich auch, wie schnell und zu welchen sozialen Absicherungen und mit welchen Verlierern und Gewinnern.
Das war die Frage. Nicht, wo es am Ende hinkommt, sondern wie das und mit welchen Gewinnen und Verlusten unterwegs passiert. Und die Bürgerbewegung, also besser die Fraktion, für die ich damals stand, Bündnis 90 Grüne, hat eben das in der Volkskammer basierend auf der Gruppe von Ullmann eingebracht. Und das Konzept war eben, wie ich es jetzt gerade geschildert habe, und ich würde gerne festhalten wollen als Botschaft, da überhaupt keine Konzepte auf dem Tisch waren, auch von anderen nicht. Im Bundesfinanzministerium hat man umgerechnet, hat man gerechnet, ob man die 50 oder 20 Cent oder 20 Pfennigstücke der DDR in Westpfennig umrechnen muss. Also das war jetzt auch nicht das Wichtigste. Und im deutschen Gesamtdeutschen Institut kannte ich immer nur Leute, die geschimpft haben, dass sie nicht gefragt werden. Also das war meine, also es war nicht so viel unterwegs an Konzepten. Deshalb würde ich mal sagen, erstens, wir hatten wenigstens eins. Und das war auf keinen Fall etwas, was mit Sozialismus und Dritten Weg zu verbinden war, sondern das war das Liberalistischste, was auf dem Markt war. Und da kann man natürlich sagen, wart ihr euch darüber bewusst, das hätte vielleicht dann innerhalb der Ostdeutschen zu Hauen und Stechen, vielleicht auch zu sehr großen Gewinnern und Verlierern geführt. Aber es war zumindest etwas, was marktwirtschaftlich gedacht war und nicht als Spiel, der Westen übernimmt den Osten. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Und ich kann das auch natürlich belegen. Ich habe damals in der Volkskammer, glaube ich, den Satz gesagt, wenn wir das jetzt so machen, wie es hier in dem Einigungsvertrag, und ich bin sehr der Meinung wie Wolfgang Krause, wie Günter Krause, dass es im ersten Staatsvertrag geht, also um die Währungsunion, Wirtschaftswährungs- und Sozialunion, dass damit eigentlich alles schon geklärt war. Wenn man das so macht, dann besteht die Gefahr, dass aus den Ostdeutschen ein Volk von Sozialhilfeempfängern wird. Das wird man, ich bin ja in der CDU, das wissen ja alle hier, jetzt, also wir haben kein Problem gehabt, Herr Modrow, auch die Sprüche zu machen, wenn sie links klangen und richtig waren. Also ich will nur mal sagen, ich habe mich über manche Kollegen im Ausschuss, Wirtschaftsausschuss, auch geärgert, weil natürlich auch manche von der Linken eher gar nicht richtig verstanden haben, was vor sich geht. Ich sage das jetzt mal ein bisschen arrogant. Meine Berater, wir waren alle Physiker, wir hatten sozusagen null Ahnung von Wirtschaft, aber wir konnten halbwegs denken. Das hatten wir ja gelernt in der DDR. Also wir hatten auch kein Negativwissen. Und dann haben wir uns halt angeeignet, wir kamen alle so ein bisschen systemtheoretisch daher. Mit Luhmann und Prigogine und so. Und dann haben wir uns da gedacht, wie so ein Politiksystem funktioniert. Und da dachten wir wirklich, waren wir völlig naiv, dachten wir doch, mit Wissenschaft kann man Politik machen. Aber das war sozusagen etwas, womit man relativ schnell lernen konnte. Da hatte ein Professor, der also bei der Akademie der Wirtschaftswissenschaften der Chef war, der hatte vielleicht mehr Probleme mit den ideologischen Altlasten, weil der erst mal ein paar Wochen brauchte, um aus dem Keller auf Null zu kommen, wo wir schon angefangen haben. So, also ich behaupte auch mal, wenn wir alle das wissen, was wir am, sag ich mal, Ende September in der Volkskammer hatten, schon Ende April gehabt hätten, wäre die Vereinigung anders gelaufen. Also unsere Lernkurven waren alle steil und während wir am Anfang überhaupt nicht damit uns bewusst beschäftigt haben, Interessen wahrzunehmen, haben wir das am Ende sehr wohl alle gewusst. Dabei man natürlich auch den Westen erlebt hat und sehr schnell begriffen hat, dass manche Interessenswahrnehmung im Osten ganz sicher nicht, im Westen ganz sicher nicht der des Ostens entsprach. Und das hatte nichts mit der Linken oder der PDS oder der SED zu tun, das war ganz normales politisches Geschäft. Und das ist leider ein bisschen zu kurz gekommen, meines Erachtens, in der ganzen Diskussion, dass wir, also wir haben uns jedenfalls da als Bündnis 90 Grüne Fraktion sehr als auch Interessensvertreter, zumindest was den Wirtschaftsteil angeht, der Ostdeutschen verstanden. Und das kann man in den Unterlagen auch nachlesen. Ich würde gerne jetzt nicht darüber streiten, ob es dieses Wert des Volksvermögens gab. Weil wenn Sie Sozialpläne finanzieren, wenn Sie Betriebe, die ineffizient sind, 5 Jahre lang weiterlaufen lassen, subventionieren, wenn Sie ABM-Maßnahmen finanzieren, also man hätte mit dem Geld ja auch was anderes machen können, sozusagen, indem man eher stilllegt, indem man den Ostdeutschen eben Möglichkeiten gibt, selber mit einem Startvermögen, mit den Anscheinsscheinen, das war ja der Grundgedanke, nicht nur das Volksvermögen aufzuteilen und in bürgerliches sozusagen Eigentumsrecht zu transferieren, sondern auch den Ostdeutschen Startkapital für die Marktwirtschaft zu geben. Damit man eben, so wie der Baden-Württemberger, der eine Würstchenbude mit einem Anhänger bei mir auf der Autobahn von Berlin nach Forst aufgebaut hat und da immer Würstchen verkauft hat, das hätte genauso ein Thüringer machen können oder ein Brandenburger, wahrscheinlich mit besseren Würsten, wenn der die 10.000 Euro für den Anhänger gehabt hätte. Die hat er aber nicht gehabt, da kam eben einer aus dem Westen und hat die Würstchen verkauft auf der Stelle zwischen Berlin und Cottbus. So, das sind so Sachen, das war der Grundgedanke,
Wobei natürlich bei den Anteilsscheinen noch mehr Grundgedanke war, die sollen ihre alten Wohnungen übernehmen. Da liegen dann Oma und Opa zusammen und dann kann man die Wohnung übernehmen. Und dann werden eben die Leute, die vielleicht nicht so viel gelernt haben, aber mit einer Black und Decker umgehen können und wissen, was sie im Baumarkt einkaufen müssen, die hätten vielleicht auch was von der Deutschen Einheit gehabt. Und diese Geschichten gibt es ja übrigens auch. Wenn ich mein altes Klassentreffen nehme, wer da heute gut und mit den teuersten Autos kommt, das sind nicht die, die best waren. Also ich glaube, dass wir hätten noch mehr in dieser Richtung denken können, in einem Sinne von liberaler, als Wirtschaftssubjekte auch die Ostdeutschen ernst nehmen und damit eben auch diesem Stadtvermögen. Das war ja nicht so, dass da Geld ausgezahlt werden sollte. Es sollte ein Anteilsrecht sein, mit dem man eben sowas machen konnte. Sie erinnern sich, wir haben dann mit teurem Westgeld die Wohnung saniert und 10 Jahre später haben wir sie wieder abgerissen. Das kann nicht so richtig volkswirtschaftlich ganz sinnvoll gewesen sein. Also deshalb hätte man es vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Das Treuhandkonzept, also aus meiner Sicht etwas, was dann innerhalb der, schon nach dem 1. Juli nach der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion eigentlich nicht mehr zur Debatte stand, das ursprünglich gedachte. Das war sozusagen aus meiner Sicht wirtschaftspolitisch nicht so absurd. Es war politisch total naiv. Das ist der Punkt. Und das würde ich gar nicht immer festhalten. Wir waren nicht wirtschaftspolitisch ohne Konzept, sondern wir waren politisch naiv, weil wir die Mehrheitsverhältnisse gar nicht richtig eingeschätzt haben. Wir dachten, das geht nach Wahrheit und Wissenschaft und haben da in Genf mit irgendwelchen Leuten aus Japan und sonst wem geredet, die natürlich die Ostwirtschaft als Einstieg genommen hätten in den EU-Westmarkt und hätten dafür auch bezahlt am Anfang. Aber als klar war, das wird ein deutsch-deutsches Spiel. Und das ist ja, also gerade dann als der Treuhandverwaltungsrat sich gebildet hat, völlig klar gewesen, das bleibt innerhalb Deutschlands. Und da war klar, dass keiner mehr aus dem Ausland sich bewirbt, weil das nicht gewollt war. Wer zum Beispiel die Allianzversicherung 16 Millionen Kunden umsonst bekommt, wer die Stromverträge so abschließt, da braucht man sich nicht wundern, dass dann bei anderen Betrieben sich auch keiner mehr kümmert. Also das will ich nochmal sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob die Linke oder die Rechte da recht hat. Das könnte man ein bisschen ehrlicher aufarbeiten. Ich habe das versucht, auch mit dem Professor, Herr Grosser ist, glaube ich, schon mal genannt worden, in dem Weidenfeld-Buch, da gibt es einen ganzen Band. Der Professor hat mir irgendwann gesagt, als ich einen sehr vorsichtigen, lange nicht so, wie ich es jetzt vorgetragen habe, freundlichen Artikel zu Altschulden und dem Treuhandkonzept, dem ursprünglichen eben angeboten hatte, so 7, 8 Seiten, aber so genau wollen wir es doch nicht schreiben, Herr Nocke. So, also man hat natürlich Rücksicht genommen auf Herrn Kohl und auf vieles andere, was hier schon genannt wurde. Ich glaube, Kohl muss man einfach loben für seine außenpolitische Weitsicht. Wir haben das völlig unterschätzt, wie viel Zeit wir haben. Das hätte alles viel schneller gehen müssen. Da bin ich total froh, dass Helmut Kohl an der Macht war und das so gemacht hat. Aber der Wirtschaftsteil, davon hat er nicht so viel verstanden. Das hat andere machen lassen und die haben ihre Interessen durchgedrückt. Und die Interessen durchgedrückt haben, die hatten politisch bessere Lobby, mehr Erfahrung und waren einfach demokratisch mehr. So, und damit hatten wir kaum Chancen, es sei denn, wir hätten es eben bis Ende September in der Volkskammer selber hingekriegt. Und da muss ich sagen, waren wir eben auch nicht schlau genug, um Sie alle zu überzeugen aus der kleinen Fraktion heraus. Eine Anekdote würde ich noch gerne erzählen. Es gibt jetzt viel, was man sagen müsste noch. Aber eine Anekdote, ich will einfach mal die Linke loben. Ich habe nur ein einziges Mal in einer demokratischen Abstimmung mich gegen Gysi durchgesetzt. Und das mit Unterstützung der SED-PDS-Fraktion. Die CDU wollte mich nämlich, Herr Steinecke kennt das, wollte mich nicht als den Vertreter der Opposition in dem Verwaltungsrat der Treuhandanstalt wählen. Obwohl im Treuhandgesetz drin stand, es werden 2 Leute aus der Volkskammer gewählt, einer von der Regierungskoalition, einer von der Opposition. Und die Linke hatte Herrn Richter vorgeschlagen, der war damals Generaldirektor Schwarze Pumpe, aber wir fanden das eigentlich nicht so gut, dass da so ein Alter reingeht. Und deshalb haben wir Bündnis 90 Grüne mich vorgeschlagen, weil ich im Wirtschaftsausschuss war und die Idee ja damals auch eingebracht habe. So, und dann ging es in die Volkskammerwahl und die CDU-Fraktion, lieber Rainer, ihr habt mich nicht gewählt, weil ich ein unberechenbarer, gut. Also jedenfalls bin ich abgelehnt worden. Dann gab es eine zweite Wahl, dann bin ich nochmal abgelehnt worden. Ich bin 2-mal abgelehnt worden, also von den CDU-Abgeordneten und den FDP-Abgeordneten. So, dann gab es eine Diskussion in der PDS-Fraktion, ob jetzt nicht doch der Gysi am besten aufgestellt wird. Der hatte ja die größte Glaubwürdigkeit und war der Beste von allen. Und da hat nur die Linke hat abgestimmt, nicht Bündnis 90 Grüne hat abgestimmt. Die haben an mir festgehalten. Ich danke auch allen nochmal, Werner und so. Und dann haben sie innerhalb der PDS-Fraktion abgestimmt und ich habe knapp gewonnen, glaube ich, oder deutlich gewonnen. Und das zeigt ja, welche demokratische Reife eigentlich schon die Linke damals hatte. Das muss man jetzt mal sagen.
Ich meine, Sie haben sich nicht von der Regierungsmehrheit beeindrucken lassen. Und die haben gesagt, im Treuhandgesetz auf Vorschlag der Opposition, jetzt haben wir zweimal die Nocke vorgeschlagen, bloß weil er jetzt nicht gewährt wird, schlagen wir ein drittes Mal vor, die sollen sich gefällig an das Gesetz halten. Und dann bin ich beim dritten Mal gewährt worden. Nee, aber ich finde das einen interessanten Punkt, wie weit diese auch Bewusstsein, dass man sich an die Gesetze halten muss, machen kann. Und der zweite Punkt, der liegt da hinten, auf dem will ich nochmal verweisen. Wir haben nämlich zwischen der Zeit der Verabschiedung des Treuhandgesetzes und dem 17. Juni gab es eine Sitzung, wo wir zum Kommunalvermögensgesetz noch einen Passus reingeschrieben haben, ganz am Anfang. Und das sogenannte Kommunalvermögensgesetz, das ist eine schöne Geschichte, die habe ich mal in einem Essay geschrieben, vielleicht sagt der Steinecke dazu auch noch was. Das ist nämlich ein Gesetz, was wir selber gemacht haben. Und da haben wir dann in kleinen Schritten, nicht die Anteilsscheine, aber die sozusagen Dezentralisierung des Treuhandsvermögens, solange es um die Versorgungsanlagen für Energie und Gas und so weiter in den Kommunen ging, haben wir das mit dem Gesetz, mit dem sogenannten Kommunalvermögensgesetz, den Bürgermeistern und Kommunen zugeschrieben. Das war eines der ganz wenigen Gesetze, was wir selber gemacht haben, wo wir Milliarden umverteilt haben und wo mir die Kollegen in Bonn gesagt haben, das könnt ihr aber so nicht verabschieden. Und ich habe dann gesagt, das haben wir aber schon. Und das ist auch ein Zeichen, wie es eventuell doch hinter den Kulissen manchmal lief. Nicht immer, insgesamt würde ich sagen, war die Treuhand nicht so schlecht, wie sie jetzt dargestellt wird, da sind Fehler gelaufen, aber insgesamt bin ich nicht derjenige, der die Treuhand kritisiert, was dann, ich habe 1990 Schlimmeres erwartet, als in 94, 95 passiert ist. Da ist auch viel Gutes passiert, das können andere noch sagen. Danke. Ja, lieber Günther, um mal locker einzusteigen, du hattest damals auch nicht den allerbesten Ruf. Zumindest bei uns. Und wir haben uns ja später kennengelernt und ich glaube, wir kommen ganz gut miteinander aus und haben auch in vielen Dingen da die gleiche Meinung. Allerdings möglicherweise habe ich eine deutlich andere Meinung, was diese Volksaktien oder wie man sie auch immer bezeichnet, betrifft. Im Großen und Ganzen bin ich nämlich der Meinung, dass dieses auch von euch ersonnen, übrigens ja, hast du ja gesagt, Treuhand, Konstrukt nicht so ganz verkehrt war. Im Übrigen habe ich keinen Grund, überhaupt in irgendeiner Weise Ihnen zu widersprechen in Ihrer Analyse, Herr Professor Hoffmann. Alles, was Sie gesagt haben, konnte ich im Wesentlichen unterschreiben. Da war nicht viel streitig dabei. Es war eine ganz objektive Analyse. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf die Historie der Treuhand eingehen. Ich will nur feststellen, aktuell ist die Treuhand, hat sie so den, das haben Sie auch schon angedeutet, Ruf eines Sündenbocks, oder Sie spielen den Sündenbock für vieles, was nicht gut gelaufen ist. Das war schon immer von der Opposition, sage ich mal, beziehungsweise eher von der Linken so propagiert seit der Wende. Und neuerdings wird es auch von rechts genutzt geradezu, also von der AfD thematisiert. Und das sollte man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Ich will dabei noch mal sagen, auch weil das ist schon gesagt worden, aber dass der Untergang der DDR, das Scheitern der DDR, was zur Revolution geführt hat, war ökonomisch begründet. Die Ökonomie ist gescheitert in der DDR. Und die Planwirtschaft ist gescheitert. Bitte? Aber schon in den 50er Jahren. Ja, die Planwirtschaft ist gescheitert. Und dieses Treuhandinstrument war das Instrument, sozusagen, oder ist so in der öffentlichen Wahrnehmung, ist die Treuhandanstalt das Instrument für die Umstrukturierung, für den Strukturwandel in der DDR. Dabei gibt es eine differenzierte Darstellung und eine öffentliche Wahrnehmung auch, die differenziert ist. Medien und Opposition haben immer und tun es heute noch die Einzelfälle thematisiert. Die wichtigen, das ist Bischofferode, da könnte man noch mehr nennen. Ich würde mich gar nicht trauen, manche zu nennen, weil das so hochpolitisch ist, das hast du auch angedeutet, dass man lieber die Finger davon lässt. Das gab es alles, es gab eine Menge Kriminalfälle, die müssen auch aufgearbeitet werden, ganz klar. Leider ist das schwer gewesen, es wurde ja einiges gemacht, aber es ist schwer gewesen, dann auch dort was nachzuweisen. Wissenschaftliche Analysen gibt es zuhauf. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf heute noch einiges gelesen dazu. Also man kann das alles gar nicht lesen. Es gibt kaum ein Thema, habe ich den Eindruck gewonnen, worüber so viel geschrieben wurde schon, wie über die Treuhand. Und deshalb, aber im Grunde sind diese wissenschaftlichen Analysen sehr viel objektiver
und kommen und auch differenzierter und auch positiver insgesamt. Das heißt nicht, dass da nicht auch negative Seiten geschildert werden, aber im Grunde wird das relativ objektiv dargestellt und insgesamt auch positiv. Ich will nur noch einen Aspekt hier für die grundsätzliche Bewertung einfügen. Man muss sich nochmal, immer wenn man darüber spricht, vor Augen führen, dass die Zeit ein ambivalenter Erfolgsfaktor war. Alles musste schnell gehen. Wir hatten die Infrastruktur war am Boden, die Unternehmen waren marode in vielen Fällen. Es gab auch wenige Ausnahmen. Es war also auch da ein ganz differenziertes Bild. Alles musste ganz schnell gehen, Eigentumsverhältnisse und so weiter. Ich will das gar nicht hier weiter deklinieren. Und dass da Fehler passieren und dass da Unzulänglichkeiten passieren. Ich will hier gar nicht schildern, wenn ich viel Zeit hätte, würde ich Ihnen mal schildern, meinen ersten Besuch bei der Treuhand. Das hat mich sehr desillusioniert damals. Aber mir hat er sehr viel bewusst gemacht auch. Denn die Treuhand war ja nicht das, die war, oder sagen wir so, sie war lange nicht so maßgeblich, wie sie heute betrachtet wird. Ich, in meinem Unternehmen, wo ich war, 17 Jahre beschäftigt war, wir haben lange, bevor ich daran gedacht habe, überhaupt in die Volkskammer zu gehen und rechnen konnte, dass ich da überhaupt reinkomme, haben wir uns schon beschäftigt mit dem Strukturwandel in unserem Unternehmen und haben Ideen entwickelt und haben eine Menge gemacht schon, was nachher auch zum Teil gescheitert ist. Vielleicht darf ich dazu noch kurz was sagen. Ich will, wenn ich noch ein bisschen was also aus meiner unmittelbaren Erlebniswelt sagen darf, mal kurz auf subjektive Faktoren eingehen, also menschliche, die sonst gar nicht so betrachtet werden. Also die rein menschliche Seite. Was passiert da eigentlich in so einem Unternehmen und wie vollzieht sich das? Und das Zweite, das schrieb man mir damals schon zu, das kann ich heute auch nicht lassen, ist die Innovationsthematik. Es gab 10 Jahre ungefähr nach der Wende beziehungsweise nach der Wiedervereinigung einen Auftrag der Deutschen Nationalstiftung eigentlich ans Wirtschaftsinstitut Halle, mal die Wirtschaftsentwicklung in der DDR zu analysieren zu dem Zeitpunkt, also etwa 2000, 2001. Das wurde 2002 dann veröffentlicht. Und da hat man dann sich geeinigt, das machen nicht wir aus der Innensicht, sondern wir lassen mal von außen jemand drauf gucken, Wirtschaftsprofessoren. Eine Britin, ein Holländer, alles renommierte Wirtschaftsfachleute, beziehungsweise Wirtschaftswissenschaftler, ein Pole und ein Tscheche. Die haben den Stand sozusagen der Wirtschaftsentwicklung in der ehemaligen DDR angeguckt, also in den neuen Bundesländern, in den 5 neuen Ländern, und sind zu ganz interessanten Erkenntnissen gekommen. Das ist veröffentlicht worden unter dem Titel aus der damaligen Situation heraus, weil es nicht mehr richtig vorwärts ging. Die ersten Jahre waren sehr erfolgreich, wieder allen Erwartungen. Die Wachstumsraten waren relativ hoch, aber etwa 95, 96 fing es an zu stagnieren und 2000 war Essig. Und der Titel dieser Broschüre, ich habe sie hier liegen, lautet: Wo versteckt sich der ostdeutsche Tiger? Von diesen Tigerstaaten ausgehend, von der Idee, dass sich das rasant entwickelt überall und woran klemmt es eigentlich in den neuen Bundesländern? Die gehen auch von Schumpeter aus und sagen, ein Strukturwandel ist alternativlos gewesen damals. Es musste total umstrukturiert werden. Und Schumpeter nennt das auch eine schöpferische Zerstörung. Betonung liegt auf schöpferisch. Und da gibt es sicher dann auch Kritikansätze. Es ist natürlich nicht alles zerstört worden und es ist viel entstanden auch, aber ob wir schöpferisch genug waren dabei, das ist eine große Frage. Gleichzeitig sagt Schumpeter auch, und davon muss man ausgehen, geht es nicht ohne eine Innovationsstrategie. Also man muss, schöpferisch heißt hier, erneuern. Man muss neue Wege gehen und ich habe also meine persönlichen Erfahrungen gemacht in dieser Zeit. Während meiner ganzen politischen Karriere, auch als Oberbürgermeister letztlich, habe ich mich mit diesen Fragen des wirtschaftlichen Strukturwandels beschäftigen müssen, ganz intensiv. Bei allen meinen Positionen, die ich hatte in der Politik. Und ich will einen subjektiven Aspekt hier nennen. Ich habe, als wir uns damals beschäftigt haben mit dem Strukturwandel in meinem Betrieb, hatten wir eine Diversifizierungsstrategie entwickelt im Wirtschaftsrat des Betriebsausschusses, den wir damals schon hatten. Und ich hatte die Aufgabe, da Leute zu suchen dafür, die in Verantwortung gehen.
Und die hatten also verschiedene Profi-Center sozusagen gemacht, die sich gegenseitig erstmal beschäftigen und sie sollten dann langsam am Markt operieren, damit der Betrieb überleben konnte. Ich bin dann rumgewandert und kannte ja die Kollegen alle und wusste, wer gut war und wer nicht. Und ob sie es glauben oder nicht, ich habe keinen gefunden, der das machen wollte, der da einsteigen wollte, Verantwortung übernehmen wollte. Auch so viel zu dem Thema, was heute thematisiert wird. Die Ostdeutschen sind nirgendwo in Leitungsfunktion. Ich habe keine gefunden. Einige wollten im Westen, die anderen hatten bessere Angebote schon von auswärts. Die Dritten haben gesagt, ich kann das nicht. Ich weiß, Metallgusswerk Waren, wo die großen Schiffspropeller gegossen werden, bis heute erfolgreicher Betrieb. Die hatten ihren Betriebsdirektor abgewählt. Wir hatten damals schon die Macht, wir durften die Leute rausschmeißen. Wir hatten unseren technischen Direktor rausgeschmissen, damals abgewählt. Richtig, das durften wir damals schon. Ich glaube, es war Anfang 90. Schon Anfang 90. Und ich will damit nur sagen, bei den Schiffspropeller-Leuten, die haben keinen gefunden, der das machen wollte. Die hatten einen, den haben die gesehen, den wollten die alle haben. 3 Monate lang haben die den Mann bearbeiten müssen. Das war auch dann später mein Wahlkreis, daher weiß ich das. 3 Monate lang haben die den bearbeiten müssen, damit er das macht. Und der Betrieb ist bis heute erfolgreich, ist Weltmarktführer noch in dem Bereich. Aber so schwer war das damals, die Leute überhaupt zu bewegen. Ich will ein bisschen mal weg von der Treuhand kommen und sagen, was war da eigentlich alles? Und als ich der Betrieb, in dem ich gelernt habe, ich habe mich ja damals intensiv auch als Abgeordneter eingesetzt für diese Unternehmen, der Betrieb, in dem ich gelernt habe, war ein Rüstungsbetrieb mit über 4.000, ich glaube 5.000 Beschäftigten etwa. Die hatten nichts mehr, keine Arbeit. Die wussten ganz genau, hier geht nichts mehr. Die haben sich sofort umgestellt, die haben diversifiziert. Bei uns, in unserem Unternehmen, wo wir ein tolles Konzept erarbeitet hatten, wurde das abgelehnt vom Betriebsrat. Die haben gesagt, wir machen weiter so wie bisher, wir sind ganz gut am Markt, das wird sich schon geben. Unser Betrieb ist nachher zusammengedampft auf ganz wenige. Einer ist noch übrig geblieben, der jetzt 30 oder 40 Leute beschäftigt, das ist alles. Während die anderen, die haben, ich glaube, so 20 oder 30 oder 40 Unternehmen gegründet auf den Territorium. Davon sind nachher 6 oder 8 übrig geblieben. Aber es waren bis heute durchgängig immer dort auf dem Gelände 1.500 bis 2.000. Davon erkennen Sie nichts mehr wieder von früher. Aber es ist totale Konversion. Und ich will damit nur sagen, es konnte hilfreich sein, schnell und hart zu handeln. Ich will nur diesen Aspekt reinmachen. Ich will auch noch mal was sagen, wir haben zum Beispiel ein Instrument, auch zu diesem subjektiven Faktor, Instrumente gehabt im dritten Arbeitsmarkt, jede Menge verschiedenste Sachen. Die Leute haben sich alle, so haben wir das immer genannt, Günther ist nicht mehr hier, empfunden als arbeitslos in dieser ganzen Zeit. Wir haben dann nach langem, langem Kampf das Instrument der Lohnkostenzuschüsse für die Unternehmen gemacht. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Da haben wir in kürzester Zeit, und zwar nachhaltig, hunderttausende Leute in Arbeit gebracht. Das war 96, 97 etwa. Das ist 98 sofort wieder gekappt worden von der neuen Regierung. Ich will das nur mal sagen. Die Leute hatten da die Chance, ein Jahr lang sozusagen zu lernen in einem Unternehmen, integriert zu werden in dem Unternehmen. Wir haben das nicht abgeschafft. Ich will nur sagen, es gab sehr unterschiedliche Ursachen, das was erfolgreich war und was nicht erfolgreich war. Zur Innovationsproblematik nur so viel. Wir hatten damals im Bereich der Innovation, und ich hatte schon Peter zitiert, wir mussten viel innovativer werden. Wir hatten damals Spitzenprodukte im innovativen Bereich in den neuen Bundesländern, Anteil von 2,5%. Das hatten wir alles sehr schön analysiert. Wir hatten ein großes Potenzial an Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Ich war selbst damals Vizepräsident der Kammer der Technik. Hier nach der Wende. Und ich kann das ein bisschen einschätzen. Meiner Meinung nach haben wir viel zu wenig draus gemacht. Erst wurde gesagt, was haben wir eingebracht in die Wiedervereinigung. Ich meine damit nicht nur die Ingenieure, aber die Menschen haben wir eingebracht. Das war immer mein Credo. Und wir müssen die Menschen in ihrer Breite besser verstehen, besser integrieren und besser nutzen. Und ich habe immer dafür gekämpft, dass dieses große Potenzial für Innovation besser nutzbar gemacht wird. Und das ist uns nicht in dem Maße gelungen, wie wir das wollten. Wir haben jede Menge Instrumente geschaffen, Projektförderung, technologieorientierte Unternehmensgründung, Innovationsdarlehen, Personalförderung. Und wenn ich in ein Unternehmen kam, und ich habe hunderte Unternehmen besucht in meiner ganzen politischen Laufbahn,
Die haben damals immer gesagt, wir können das nicht anwenden, das ist alles zu bürokratisch, wir müssen ganz schnell handeln, wir müssen ganz schnell sein. Wenn wir eine neue Idee haben, müssen wir die in 3 Monaten möglichst im Markt haben. Oder sehr schnell zumindest. Und bevor wir einen Antrag geschrieben haben, bevor der begutachtet wurde, bevor der gebilligt wird, mit allem Pipapo, das dauert uns alles viel zu lange. Wir haben dann das Instrument der steuerlichen Förderung vorgeschlagen, Innovationszulage. Nur um ein Beispiel zu nennen, für einen ganz, ganz wichtigen Bereich für die Entwicklung in Ostdeutschland. Der sollte nur in der ehemaligen DDR gelten. Ich habe jahrelang dafür gekämpft. Ich hatte zuerst nur Gegner. Nachher der Milbrat, die Finanzminister mussten wir auf unsere Seite kriegen. Milbrat aus Sachsen haben wir gewonnen. Trautvetter aus Thüringen hat richtig mitgekämpft dafür. Nachher wir sind zusammen aufgetreten in der Öffentlichkeit. Das ist gescheitert, diese Innovationszulage damals. An den Finanzministern bzw. an die Regierung der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, weil die nicht bereit waren, dafür Geld einzusetzen. Das wäre ein exzellentes Instrument gewesen, um die Innovation in den neuen Ländern stark zu befördern. Das ist nur ein Beispiel, wo Olli Treuer nur wahrhaftig keine Schuld hat. Ich will nur mal sagen, es gibt so eine breite Facette von Wirkmechanismen, die nicht zum Tragen gekommen sind. Und heute alles uneingeschränkt auf die Treuhand zu schieben, halte ich für äußerst fatal. Ja, diese differenzierte Betrachtung, die notwendig ist, die würde ich noch mal sehr empfehlen, wenn wir über die Treuhandpolitik sprechen. Ich will nur noch mal sagen, oder zum Schluss, diese Broschüre, die ich erst genannt habe, wo versteckt sich der ostdeutsche Tiger? Die übrigens auch etwas sagt, dass die Entwicklung in den neuen Ländern gar nicht so schlecht ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wie sie sozusagen publiziert wird. Die vergleichen übrigens auch mal die großen Länder Europas, also die großen Industrienationen und stellen fest, dass fast alle Wirtschaftsparameter differenzierter in den Ländern sind, in Großbritannien, vor allem Italien, das gute Beispiel, pro Ebene zu Sizilien oder so, viel größere Unterschiede macht als der Unterschied zwischen Ost und West. Auch das kommt da zum Ausdruck. Aber Sie kommen am Ende zu einer Schlussfolgerung. Ich will sie nur mal kurz vorlesen, damit ich am Ende auch vielleicht als Anregung für die Diskussion. Sie schreiben also, unsere Schlussfolgerung lautet, dass sich der ostdeutsche Tiger in den Köpfen der ostdeutschen Bevölkerung versteckt. Es fehlt an der Selbstsicherheit, an einem innovativen und stabilen Wachstumstrend zu glauben. Man sieht die hohe Arbeitslosigkeit, die schrumpfenden Wachstumsraten, den Misserfolg vieler neuer innovativen Existenzgründer etc. und traut sich nicht mehr, an eine bessere Zukunft zu glauben. Die Ostdeutschen sollten aber auch die positiven Signale erkennen und schätzen lernen. Vieles ist schon erreicht worden. Man sollte den Erfolgen und Leistungen der ostdeutschen Wirtschaft, insbesondere im Bereich der Technologiepolitik, mehr Aufmerksamkeit schenken, damit die ostdeutschen Bürger sehen können, was alles schon geleistet worden ist. Die Innovationspolitik ist erfolgreich und passt sich allmählich an die Strukturen im Westen an und so weiter. Und es endet dann gerade die jüngsten Erfahrungen mit der konsensorientierten Gesamtstrategie in verschiedenen Ländern macht deutlich, dass sich eine solche Strategie möglich und effektiv ist. Diese Perspektiven bedeuten unserer Meinung nach bessere Aussichten für die neuen als für die alten Bundesländer. Geben wir dem Tiger eine Chance, so rennen die damit. Darüber kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein, aber ich fand es sehr interessant und ich finde, wir sollten jetzt, das ist so mal nochmal das Credo, die Treuhand, die ja nichts weiter war, sozusagen, als das Vehikel, was die Revolution, die ja lange nicht vollendet war, als die Mauer fiel, sondern die dann eigentlich erst begann, nämlich im Umstrukturierungsprozess der Wirtschaft. Die Treuhand ist das Vehikel gewesen, was sozusagen die Revolution umsetzen sollte. Dabei hat sie nur einen großen, aber keinen ausschließlichen Teil der Rolle gespielt. Und sie heute zum Sündenbock zu machen, halte ich für fatal. Ja, so viel.